Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid herzlich willkommen zu diesem League of Legends Video. Ich möchte mit euch über Nunu sprechen. Erstmal, ich fand es sehr schön, dass das Video gestern so viel Resonanz hat. Es hat extrem viel Diskussionsbedarf gegeben. Und erstmal ganz kurz zu mir. Ich habe jetzt 10 Games ungefähr mit Nunu gemacht. Einige auf AP, einige auf Tank, manche mit Predator, manche so wie ich ihn jetzt spiele. Und ich habe sehr, sehr viele verschiedene Eindrücke. Meistens sind die Spiele, die ich mache, ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber die Gegner sind wahrscheinlich mindestens Platin, aber meistens sind sie Diamond. Und die Sache ist die, Leute, ich habe gestern das Statement abgegeben, dass Nunu nicht OP ist. Da halte ich auch immer noch fest. Denn die Definition von OP ist für mich, dass er zu stark ist und wahrscheinlich einen Nerf braucht. Zum Beispiel, als Zoe released wurde, um ein Beispiel zu nennen, ja, hat die ganz klar Nerf gebraucht. Denn alleine schon ihre E und ihre Q-Combo hat jeden geone-shottet. Die haben ja danach sogar noch ein paar Mal die W genervt und alles Mögliche. Und ja, ihr habt mir gesagt, ich habe Nunu auch gestern das erste Mal gespielt und ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Ich will auch nicht sagen, ich bin jetzt der absolute Nunu-Experte. Aber ich habe mich jetzt viel mit ihm auseinandergesetzt und ich habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen an Spirit. Wenn man bei Pro Build schaut, ist Spirit der koreanische Spieler von Africa Freaks, der am meisten Nunu-Games macht und auch viel variiert. Und inzwischen bin ich mit ihm zusammen, also ich habe mich nicht mit ihm zusammengesetzt, aber auf einen sehr soliden Nunu-Build gekommen, der meiner Meinung nach bisher ganz gut funktioniert. Wie gesagt, das Ganze kann sich auch immer noch ändern. Ich weiß nicht, inwiefern Riot da noch was ändern möchte. Vielleicht kommen noch Buffs, vielleicht kommen ja wirklich noch Nerfs, vielleicht täusche ich mich extrem. Aber es gibt einen Punkt mit den. Ah, shit, das habe ich jetzt verkackt. Man kann ihn hier durchbalancieren, den Schneeball, und dann hier extrem viel Schaden schon den Wölfen bekommen. Das ist auch natürlich alles wichtig. Es gibt einen Punkt, der mir wirklich so ein bisschen wie so ein Dorn im Auge ist. Deswegen wollte ich dieses Video auch nochmal machen. So Nunu.2.0. 2.0. Was ist jetzt eigentlich mit diesem Champion nach dem Motto? Und zwar, viele von euch haben geschrieben, oh mein Gott, Mike, du musst ihn auf AP spielen. Natürlich kann man ihn auf AP spielen. Natürlich kann man ihn auf AP spielen. Du kannst auch Rammus auf AP spielen und jemanden one-shotten mit deinem Roller plus den Auto-Attack. Aber es macht so gut wie keiner. Du kannst Nunu auch auf AP spielen. Vielleicht sogar noch einen Tick besser als Rammus. Aber du wirst Nunu auf AP nicht competitive sehen. Das müsst ihr mir glauben. Ich habe genug Erfahrung, um das sagen zu können. Und wenn ihr mir da nicht glauben wollt, dann wollt ihr mir nicht glauben. Aber die Sache ist die, wenn ihr gegen eine LeBlanc zum Beispiel in der Mitte spielt. Oh wait! Nicht auch noch seine Schnee. Das Problem ist, die Iria kommt gerade. Den. Geil, Nunu gegen Nunu. Ich bin gespannt, wie spielt Ashe mit Predator. Okay. Das ist die eine Variante. Wenn ihr gegen eine LeBlanc spielt, zum Beispiel in der Mitte, und ihr seid ein Full AP Nunu, ja, eure W kann eventuell, wenn ihr den Carry erreicht, ne, der natürlich auch noch seine Peel Supports hat, plus Flash und eventuell den Dash. Aber wenn ihr den Carry erreicht, könnt ihr ihn one-shotten. Da will ich auch gar nicht nein sagen. Da habt ihr absolut recht. Ein AP Nunu mit dem Scaling, wenn die W ankommt, brettert rein. Ganz ehrlich, ich würde es mal versuchen. Na, komm ich rein. Oh! Okay. Haben die beide geflasht? Nee, Akali. Nunu hat auch den Gank gesetzt. Hat er schon hier die Krabbe gemacht? Ja, hat er, okay. Dann machen wir auch weiter. Okay, also, wenn ihr Bronze, Silber und Gold spielt, kann ein AP Nunu durchaus sehr gut funktionieren. Da stimme ich auch jedem zu. Aber sobald ihr wirklich gegen gute Leute spielt, werdet ihr schnell merken, ihr müsst auf einen Tank Nunu gehen. Wie bei jedem Full Damage Spiel. Wie bei jedem Full Damage Spiel, der wird irgendwann zerrissen. So, das erstmal zu dem AP-Punkt. Nochmal ganz kurz zusammenfassen, bevor jetzt wieder jemand mir nicht glaubt. Wir fassen zusammen, AP kann funktionieren. Wirklich competitive wird es aber nicht sein. Und ich werde auch gerne noch ein Video dazu machen, wenn es doch der Fall sein wird. Dann kann ich mich bei euch allen entschuldigen. Aber
Ihr müsst mir da einfach vertrauen. So. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe ihn gestern mit Predator gespielt. Das macht jetzt der gegnerische Nunu auch. Viele probieren das aus. Kann man durchaus machen für den Speed, für den Engage. Klar. Aber die Tanky-Variante gefällt mir momentan besser. Das ist mit Aftershock. Gibt euch zusätzlichen Schaden. Das ist für mich so 60-40. Und das ist auch nur eine persönliche Meinung. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Predator besser ist. Ich will ja auch für euch, mit euch zusammen Nunu herausfinden, wie er funktioniert. Wie gesagt, der Nunu-Gott-Spirit, der spielt gerade auch hauptsächlich Aftershock. Okay, ich engage in der Mitte. Da kommt schon ein gegnerischer Nunu. Ignite wird reichen. Noch ein Tower-Schuss? Jawohl, nehme ich mit. Nehme ich mit. Da ist sie Level 6 geworden. Die Cooldowns waren da leider da. Ich habe lange nicht eingekauft. Er hat schon eingekauft. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Und mehr können wir uns... Doch, wir können es mal leisten, wenn wir ganz kurz warten. Oh, mein Red Buff kommt. Wie lange noch? Okay, 7 Sekunden. Dann müsste ich schnell... Okay. Das ist ein Problem, wenn man... Lol. Kommen die weg? Ja, mit hier kommen die weg. Wenn man gerade die W schon am Channeln ist und dann versucht, auf der Minimap zu pingen, kann es durchaus sein, dass hier so wie ich abrutscht. Ja, bis jetzt ist es ein spannendes Ding. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn man die Predator Engage Variante AP spielt, dann nimmt man, maxt man die W-Fähigkeit. Aber wenn man die Tank Variante spielt, dann maxt man die Q. Und seitdem ich das mache, bin ich langsam ein Fan von Nunu. Also die Q ist sehr angenehm, muss ich euch sagen. Nunu wird da bei euch schon wieder engagen. Ja, die lässt sich, glaube ich, auch nicht mehr holen. Ich würde gerne Botlane gehen, weil ich weiß, dass der gegnerische Nunu da irgendwo ist. Der ist noch nicht Level 6 geworden. Also wir sind ein bisschen schneller als er unterwegs. If you could do anything, what would you do? Das ist die Krabbe. Ein bisschen risky hier reinzugehen. Aber so kann ich zumindest die, so kann ich das umgehen. Und jetzt, Leute, geht, würde ich sagen, engage. Die wissen, glaube ich, wissen die das hier? Wenn die hier gewartet haben, wissen die es. Das sieht ganz stark. Okay, beide sind in der Root drinne. Okay, der Gank hat funktioniert. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe den Schneeball vorher losgelassen. Das kann man ganz gut machen, wie so ein Skillshot, den dann losfeuern. Das hat hier besser funktioniert. Hier ist der Pike. Be careful. Also man ist auch wirklich schnell, wenn man die Q-Max. Probiert es einfach mal aus. Noch vielleicht ein, zwei Worte, die ganz wichtig zu Nunu sein könnten. Er macht mir Spaß. Es hat sich gestern im Gameplay so angehört, dass er komplett useless und garbage ist. Dass er clunky ist, okay, das ist kein Geheimnis, aber er macht trotzdem sehr viel Spaß. Ich spiele ihn auch sehr gerne. Wie gesagt, ich habe jetzt 10 Games mit ihm gemacht. Und dann habe ich mir aber nochmal die ganzen AP-Montagen angeguckt, liebe Freunde, von denen ihr so überzeugt seid. Immer auf YouTube eingegeben, was dabei rumkommt. Und wie es aussieht. Ja, die meisten, wie die Montagen immer sind, da standen die Nunus 10-0, waren zwei Level auch noch ahead hier. Ich helfe kurz der Akali auszupushen, das ist da nämlich... Okay, jetzt bin ich RIP. Oh, Pike ist auch noch da. Oh mein Gott, die Akali hat Damage gemacht.
Pike Ignite. Okay, da war der Nunu ready. Was auch richtig geil ist an der Q-Fähigkeit, wenn man sie maxt. Leute. Ich denke, ich brauche Ninja-Tabis gegen die. Was auch ganz geil ist, wenn man die Q-Max ist, wenn man engage zum Beispiel und die Gegner fokussen dich, kannst du sehr schnell einfach mal einen kleinen Minion auf der Lane essen und du heilst dich extrem weit wieder hoch. So, was ist denn hier jetzt los? Sind alle low? Okay, jetzt sind wir dran, Leute. Zed ultiert. Schade. Okay, das ist der nächste Punkt. Ah, bei beiden Nunus läuft's irgendwie gerade, ne? Aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Okay, der... Wait, what? Läuft er da in den Speer rein. Ah, das ist ein Counterplay zu Nunus Ulti. Einfach rausflashen. Das hat der Gegner schon Nunu jetzt ganz gut gemacht. Jetzt kommen wir nochmal von hinten rein. Ja, moin. Wie Akali ist geone-shottet worden. Gosh, Trinity Force too strong. Okay. Aber ich sehe gerade, der gegnerische Nunu, der baut jetzt auch das Tank-Jungle-Item aus, also nichts mit AP. Gut gedodged erstmal, aber wird es reichen? Ich denke mal nicht. Der wird festgehalten, jetzt kommt die Ulti. RIP. Mann, ey, das ist der gegnerische Nunu hat es gerade viel, viel einfacher. Viel, viel einfacher. Der frühstückt gerade die ganze Zeit die Botlane ab, leider. Gegnerische Midlane ist dominanter, gegnerische Toplane ist dominanter. Das bleibt ein Teamgame. Hier ist gewardet. Gucken wir mal, erst Level 8. An sich alles von den Werten sehr ausgeglichen. Ja, aber interessant, dass er auf jeden Fall auch die Tank-Variante präferiert. Akali kommt raus. Haben die geswappt? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne nochmal eure Sicht in die Comments hauen. Okay, den haben wir. Ob wir es schaffen können? Wo ist denn unsere Fraktion da oben? Wait, what? Asset ist auch tot. Ich muss ihn aufessen. Ja, hat der Djinn noch Schaden, ey. Ah, das ist das, was ich meinte. Das ist der kleine Unterschied. Wir hatten an sich einen recht guten Spot, aber die gegnerischen Lanes sind gerade einfach dicker. Man muss dann jetzt auch als Jungler ein bisschen einstecken und gucken, dass man noch überhaupt die Buffs bekommt. Ein gutes Gefühl, jetzt auch mal den Nunu gecatcht. Da oben ist er. Level 9. Wird eventuell jetzt Level 10 da oben. Er baut jetzt auch Full Tank. Als nächstes ist er gerade dabei, Spirit Visage zu bauen. Das ist auch genau das, was ich bauen will.
Sprich, was ist denn jetzt eigentlich der Build, den ich gerne fahre? Das ist Tank Jungle Item. Ob ihr jetzt das Slow Smite nehmt oder Changing Smite, bleibt euch überlassen. Ansonsten Spirit Visage und last but not least dann Gargoyle Stoneplate, auch sehr beliebt. Gehen wir auch mal einkaufen. Deswegen auch mit den Runen, die ich hier fahre, dass man auch schon die Stopwatch drin hat. Die hat mir übrigens gerade gut was gebracht. Es stimmt schon, dass Jinx sehr, sehr dick ist. Okay, ab diesem Zeitpunkt, Leute, kann man sagen, egal wie das Nunu-Game aussieht, die Statements sind gebracht. Competitive gesehen wird Tank Nunu deutlich sicherer sein als ein AP Nunu. Das kann man... Oh! Muss ich dafür ultien? Ich denke nicht. Oh! Ah, Pike ist da auch noch. Be careful. Aber wenn es einem Spaß macht, dann go for AP. Der Champ an sich ist auf jeden Fall mega cool. Cool, steht fest. Vielleicht kommt der Nunu noch mal in der Mitte engaged. Be careful. Ich könnte aber selber auch versuchen zu engagen. Zed ist jetzt AFK gegangen. Na gut. Es ist echt angenehm, die Q zu maxen. Probiert's mal aus. Oh, Pai kommt da weg. Da ist der Zed, er ist doch nicht AFK. Was machen die denn schon wieder? Come on! Come on! Schade. Irea Silone. Drake machen sie auch nicht, Herak momentan auch noch nicht. Mein Buff kommt wieder. Jetzt sind wir Level 11. Wir sind eigentlich immer noch schneller unterwegs als der gegnerische Nunu. Sehr ähnliches Game, aber wir spielen auch fast denselben Bild. Oh, die haben Nein, why is he doing that? Warum hat den... Warum hat der ihn rausgezogen? Oh, ob das Teamplay hier noch kommt? Ich weiß es nicht. Heb dir doch dein Zier auf, dafür, wenn er zum Beispiel ultiert. Die Rea ist hier unten am Drücker. Okay. Sion, wie sieht's aus? Der Schneeball rollt. Ich laufe hinterher, Mann. Schön gemacht von Zed. Das ist geil. Wenn er solche Picks macht, die Jinx rausholt, die ist sehr wichtig. 101 CS zu 101 CS. Außerdem habe ich hier einen geilen Nunu-Skin, ne? Das ist der Reindeer-Nunu. Guys. On my way. Krieg ich die Kurve? Krieg ich die Kurve? Krieg ich die Kurve? Da fuck, wo ist der Pike gewesen? Ich will den Nunu grapschen. Okay, okay. Good job.
gegnerische Nunu mit dem Schneeball auf ihr komplett reingelaufen. Jetzt hat er schon einen Tod mehr als ich. Also, komm schon, Pai. Ah, ich dachte. Wenn man die Q maxt, zumindest macht Spirit das, der maxt als zweites die E. Deswegen mache ich das auch gerade. Okay. Man kommt viel geiler durch den Jungle, meiner Meinung nach, wenn man die Q maxt. Ich habe auch mal versucht, die E zu maxen als erstes, aber das hat mir nicht so sehr gefallen, muss ich auch ehrlich sagen. Einen Pinkbot kaufen. Ist der Tower Mitte schon weg? Wir kommen irgendwie gerade so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Das ist erstmal ganz angenehm. Ich channelisiere mal den Schneeball. Yay. Baby, noch eine Wave in der Mitte. Mal kurz zusammen. Ah, die Rehe hat mich aber auch weggehauen, das eine Mal. Okay. Na, ja, die Camps sind ganz angenehm holbar gerade. Ich bin bereit, Leute. Ich bin sowas von bereit. Wenn jetzt auch noch der Dings kommt, ich gehe rein. Ich muss irgendwie im besten Fall die Jinx erwischen. Schneeball wurde gestoppt. Aber Akali macht es solo. Boah, ist der tanky. Aber dann kommt nicht weg. Let's go! Was mit dir, Zed? Let's go! Mach mal deine Combo! Wir haben kein Damage. Hätten wir jetzt die Jinx mit den Auto-Attacks, würde der Sion irgendwann droppen, aber ich glaube, der Jin, der kann keinen Schaden mehr machen. Schade drum. Dabei war die Jinx sogar schon von Anfang an tot. Gegner too fat. Ist okay, ich halte eigentlich was aus hier. Nein, der kommt raus. Okay, okay. Chase is on. The chase is on. Mein Schneeball ist flotter. Und wenn ich ihn dreimal hier mit treffe, wird er richtig verlangsamt. Aber warum wurde er nicht verlangsamt? Oh Mist, mein Ulti hat keinen erwischt. Jawohl. Die Gegner von uns ist auch gerade so ein bisschen. Meine Q ist ready, Boys. Es ist okay, never mind. Wir müssen back. Ich versuche noch schnell hier die Krabbe zu essen. Die kommen jetzt alle. Fightet es bloß nicht. Oh mein Gott. Einfach den Sion ignoriert. Jetzt doch Damage. Die CC-Kette ist schon mal da. Aber die Jinx kommt von oben. Ireas. Das ist ein Fiesta, was hier gerade abgeht. Aber irgendwie funktioniert es gerade. Zumindest für meinen Nunu.
Der läuft gleich zum anderen Drachen bestimmt runter. Iria auch. Ne, Iria läuft tatsächlich zum Farm. Was baut er jetzt? Der baut jetzt wahrscheinlich einen Randuin. Also der geht auch auf Full Tank komplett. Der Unterschied zwischen den Nunus ist eigentlich gerade, er hat Predator und das fette Team. Ich habe keinen Predator. Aber beide Nunus sind auf ihre Weise hier useful, muss man sagen. Ich würde ihn aber nicht als OP, also nicht als OP bezeichnen. Der One-Shot, wenn man 1000 AP hat, der kann durchaus OP sein, ja. Unser ADC kommt doch gerade, oder? Sind wir nicht im Überzahl? Ah, das ist die Jinx, die ist so gefährlich, okay. Wir sind sogar zu 5! Zed hat Ult! Jetzt geht er rein. Ein guter Start. Jetzt können sie mich holen. Okay, das. Ich glaube, jetzt muss es reichen. Hier, Zed hat immer noch Ult. Okay, dann fresse ich mich kurz am Blubuff voll und gucke mal, was geht. Dazu. Don't overextend, please. Jetzt muss ich auch noch flashen. We had to. Mann, ey, mein Team macht genau dieselben Fehler wie das Gegnerteam. Merkt ihr das? Die overextenden, die bleiben zu lange stehen. Die Gegner haben immer noch 11 Kills mehr. Wir können uns diesen Luxus leider nicht leisten. Und das haben wir jetzt davon. Die Hoffnung, die ich gerade noch hatte, dass wir zurückkommen können, weil wir es schlauer spielen, die ist jetzt gerade so ein bisschen flöten gegangen. Jetzt haben wir es tatsächlich so richtig dämlich gespielt. Mal gucken, ob die jetzt overextenden. Oh, Jinx, wenn ich da nicht rankomme. Okay, ich bleib mal oben bei dem Zed. Wir haben schon wieder so hart verloren. Ich verstehe es nicht. Iria und Jinx waren oben. Oh, ich glaube, es ist einfach der Djinn irgendwie, der nicht richtig knallen kann. Akali und Djinn. Sion ist zu tanky. Game könnte over sein, Leute. Also ich habe weder den gegnerischen Nunu jetzt als OP empfunden, als auch mein. Wenn ihr sagt, Nunu ist trotzdem hundertprozentig OP, dann wahrscheinlich, weil ihr ein fetter AP-Nunu seid, der seinen Schneeball immer trifft. Aber ansonsten kann ich als Fazit sagen, ich stehe dazu. Nunu ist meiner Meinung nach nicht OP. Er ist ein sehr spaßiger Champ. Und wir werden sehen, wie er sich noch entwickelt, was Riot mit ihm macht. Jetzt können wir sogar noch den hier holen. Okay, er holt ihn raus. Last but not least, Leute, haut einen Daumen nach oben für Nunu. Ne, wer sich letztens beschwert hat, dass ich die ganzen Rework Champions nicht bringe,
Bitteschön, jetzt habt ihr zweimal Nunu hintereinander. Wir probieren wieder den Baron. Alles klar. Hauptsächlich die Jinx ist... Oh mein Gott, wir machen Schaden. Wir machen echt Schaden gerade. Das könnte funktionieren. Ich ulti dafür sogar. Hauptsache, der stirbt jetzt endlich. Der hält so viel aus. Okay, jetzt raus. Es sei denn, Zed killt noch die Jinx irgendwie. Das ist schon ein guter Pick. Aber der ist echt tanky. Er kommt durch die Kurve. Macht aber kaum Damage, muss ich sagen. Eieiei, wen haben wir denn hier noch? Can we please just run away once? Ich verstehe es nicht. Jetzt haben wir es zum dritten Mal hintereinander gedroht, weil die Leute weiter fighten wollen, ey. Oh mein Gott, der Schuss war heftig von den Jin. Pal kriegt sich die Ignite. Als ob die jetzt nicht finishen. Als ob. Also unterstreicht nochmal so ein bisschen die Fiesta. Zed, du kannst es deffen. Ich glaube nicht. Guck mal, der Sion schreibt sogar Zed-Dev. Okay, never mind, Leute. GG well played. Das war meine Antwort über Nunu. Ich denke, viele werden sich da jetzt ein bisschen mehr wiederfinden als gestern. War ja auch natürlich ein sehr aggressiver Titel. Nunu ist nicht OP. Schlecht für Solo-Queue. Ich gehe so weit, dass ich sage, Nunu ist nicht OP. Man kann ihn jedoch spielen. Und er macht Spaß. Macht echt Spaß. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, indem wir jemanden ehren. Ich weiß gar nicht, wen ich ehren soll. Ich vermute, last but not least, die Akali. Jetzt gucken wir uns nochmal den Damage-Graphen an. Der Damage-Graph sieht wie folgt aus. Mein Nunu hat jetzt hier 17.000 Schaden. Der gegnerische Nunu, obwohl sie das globale Gold hatten. Und er hat wahrscheinlich den Schneeball gemaxt. Die W, gehe ich jetzt mal davon aus. Und er hat den Predator, hat aber hier 2000 Damage weniger. Man muss im Endeffekt einsehen, dass Nunu, wenn man ihn auch auf Tank baut, da geht es eher weniger um Schaden, da geht es um den Engage, da geht es um die Tankiness, um das Nerven, um das Peelen. Und in dem Sinne war das an sich ein sehr solides Game. Ja, gibt es noch was zu sagen? Was hatte er für Items? Er hat sich eine Vamox gegönnt. Sehr viel Magieresistenz, okay. Gargoyles. Ja, wie findet ihr das? Tank Nunu, Q-Max, grün-weiß anstatt rot-weiß oder anstatt rot-grün? Ja, wieder in die Kommentare, Leute. Es wird wieder heiß hergehen. Was sagt ihr zu Nunu jetzt? Und damit bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, Leute. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Haut rein. Macht's gut.